Steigen wir welche ein. Was ist denn hier los? Das könnte natürlich auch vielleicht am Bett liegen. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Aber wir machen es doch nicht. Nee. 16.000 haben wir. Wir brauchen jetzt noch eine Achterbahn. So. Die Frage ist jetzt nur, ob ich selber eine baue oder ob ich irgendwie... Ich baue mal hier da, wohin, wo was ist. So. Also, wir nehmen eine Stahlachterbahn, oder? Ja, nehmen wir mal. Eine Hyperbahn. Ja, eine Hyperbahn wäre nicht schlecht. Ein einziges vorgefertigtes Design. Ja, klasse. Eine Korkenzieherbahn. Eine Minenachterbahn vielleicht. Obwohl, ich glaube, so eine Bahn mit Looping wäre mal nicht schlecht. Ja. Eine Tilt-Achterbahn, ja, oder das. Wilde Maus. Ja, komm, wir gucken mal nach der Tilt-Achterbahn. Ein Design haben wir. Thrill der Extreme. Mal gucken, wie sie aussieht. Mhm. Super. Das ist irgendwie so Achterbahn. Oh, ich... Nee, ich sag nee, brauche ich nicht. Ja. Andere Bahn. Alpenbahn, Bobbahn, Coasterball, Drehturmbahn, Driftbahn. Nee, eine ganz stinknormale, einfache Achterbahn. Halfpipebahn sogar. Hyperbahn. Mal gucken, was wir gibt es bei der Hyperbahn. Eine Fallbahn. Ja, gucken wir uns die mal an. 9000. Oh, das ist doch mal eine Bahn, oder? Das ist doch mal... Sowas nennt man doch mal Achterbahn. Wo ist denn da der Eingangsbereich? Hier vorne. Aha. Das ist schon mal gut. Das geht schon mal nicht, schade. Ach so, weil das da hinten so weit unten ist. So. Dann werden wir die Bahn erstmal gleich testen. Hier mal erstmal bei den Reifen. Die Liftgeschwindigkeit setzen wir aufs Maximum hoch. Wie viele Bahnen gehen denn da rein? Wagen pro Zug 3, Anzahl der Züge 1. Ach, das ist so viel. Toll. Naja, testen wir das Ganze mal. Und dann schauen wir mal mit. Schauen wir uns das mal an. Das ist der Looping. Also das wird schon wieder gut. Dann geht es immer gerade auf. Also hoch ist es schon mal. Aber schon mal zu sagen. Ja. Definitiv. Dann, was sagt ihr dann? Die Werte. Hoch, hoch, niedrig. So, dann nehmen wir erstmal rot. Dann machen wir mal hier im Baumodus und machen das hier mal weg.
So, das ist das. Nehmen wir mal Station Einstieg und Ausstieg. So. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt zugleich. Da muss ich da irgendwo... Da ist wirklich kein Looping drin. Na ja, gut, egal. Also, jetzt können wir machen zwei Züge. Ist ja schon mal was. Kann man auch andere Züge eigentlich nehmen? Übergroßwagen. Ich glaube nicht. Dann nehmen wir mal drei. Musik nehmen wir auch. Sagen wir hier alle 10 Minuten. Und testen müssen wir nochmal. Bahn läuft. Gut, dann brauchen wir jetzt hier die Ein- und Ausgangswege. Super. Habe ich denn das runtergesetzt? Ich glaube es nicht. Gut, ich bin noch mehr. In den Weg. Juhu, sehr schön. Das sieht doch gut aus. So, noch ein Ergebnis, alles klar. Dann bauen wir wieder Lämpchen und sowas alles. Lampen. Wo ist die Lampe? Ja. So, die Beleuchtung machen. Mit einer auch noch nicht bewertet, alles klar. Hoch niedrig, naja, mehr. Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir die Bahn einfach mal auf grün. Also die Zeit noch vorlaufen und gucken, ob die Leute reingehen. Also bis jetzt denken sie alle nur noch drüber nach. Ah, einer geht mal rein. Zahlt er auch? Ja, sehr gut. So, da gehen sie rein. Sehr schön. Auszeichnung, beste Achterbahn. Ja, toll. Okay, da sind doch ein paar dabei, die meckern, dass es zu teuer wäre. Alles klar, dann machen wir mal 2,50. 50 reicht. Gut. Ja, dann schauen wir mal ein bisschen zu. Noch jemand rumdreht oder ob sie alle fahren. Dann sieht ja ganz gut aus bis jetzt, ja. Das ist wirklich die Knalle. Die Leute sind wirklich alle nur hier am Laufen. Wenn ich jetzt hier ein Schwimmbad aufmachen würde, das Schwimmbad wäre voll. Aber Karussell fahren will keiner. Achterbahn fahren will auch keiner. Und das in einem Freizeitpark. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. So, was ist denn hier mit? Denkt auch keiner drüber nach. Noch ein paar. Guck dir mal hier die Wege. Alle voll. Alle voll. Einfach nur voll. Was soll ich dazu sagen?
Und es regnet wieder.